Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Star Wars The Old Republic. Wir stehen ja jetzt hier immer noch vor dem Eingang und sprechen jetzt mal mit dem General Krau. So, wo ist denn der General? Ah, da vorne ist er. Wie freundlich. Bringen wir das hinter uns, Kopfgeldjäger. Ich muss Truppen in den Kampf schicken. Darth Tormund wünscht, dass ich euch zur Gefangennahme des Vorsitzenden Harlan Fane vom Korellianischen Handelsrat schicke. Ist das eine Art Regierungsorgan? Der Rat ist das politische Instrument des Wirtschaftssektors. Jedes größere Unternehmen, das im korellianischen System operiert, ist dort vertreten. Fane und die anderen Abgeordneten haben sich im Ratsturm eingeschlossen und widersetzen sich der Herrschaft des Imperiums. Seine genaue Position ist nicht bekannt, aber wahrscheinlich versteckt er sich mit den anderen wichtigen Abgeordneten in den Büros der Führungsetage oben im Turm. Seid ihr auch an den anderen Abgeordneten interessiert? Wenn es euch gelingt, auch andere Mitglieder des Handelsrats zu fassen, nur zu. Aber der Vorsitzende Fane hat absolute Priorität. Er wartet heftigen Widerstand, doch der Turm hat ein paar strukturelle Schwächen, die wir ausnutzen können. Die einzige Möglichkeit, euer Eindringen in den Turm über die Hauptlobby zu verhindern, ist der massive Einsatz von Truppen. Ich hoffe, ich muss nicht auch noch die Treppen nehmen. Leider gibt es zurzeit keine andere Option. Die Führungsetage hat einen eigenen Lift, der an den meisten Zwischenstockwerken vorbeiführt. Dafür braucht ihr aber einen Zugangsschlüssel vom Führungspersonal. Außerdem müsst ihr die Sicherheitszentrale des Turms angreifen, falls ihr nicht in einem Liftschacht festsitzen wollt. Dort könnt ihr die Überbrückungssteuerung für die Lifts ausschalten. Ein guter Plan, General. Ich übernehme ab hier. Sobald diese Ziele erreicht wurden, solltet ihr euch sofort zu den oberen Ebenen begeben. Und denkt daran, den Vorsitzenden Fane lebendig und unversehrt abzuliefern. Ihr könnt gehen. Wie gnädig, dass ich jetzt gehen darf. Okay, wo genau muss ich jetzt... Ja, wahrscheinlich Handelsratsturm. Ja, gut. Blöde ist jetzt das, sie haben hier keine oder kein Schnellreisepunkt hier hingemacht. Auch hier nicht hin. Das ist ein bisschen doof gemacht, finde ich. Aber okay, gut. Lässt sich nicht ändern, muss ich mal hinfahren. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. So.
Okay, ich muss mal gucken, ob es hier einen Bonus gibt. Ärger am Anmarsch. Oh ja, den gibt es. Okay, 35 soll ich von den Lappen weghauen. Gut, machen wir. Irgendwie muss ich ja den Part füllen hier mit. Irgendetwas muss ich ja die 20 Minuten voll kriegen. Warte mal. Und der ach Gott. Ja, okay, gut, dann eben nicht. So, ich vergesse immer wieder, wofür diese Unterwelt-Dingsbums eigentlich da sind. Ach, kann man ja nur wegen, ja stimmt, da kann man ja nur wegen der beim Galaxis schießen, Seasons da läuft da machen. Okay, gut. Gut, dann machen wir mal weiter. Obwohl unter Garantie im Gebäude drin auch noch genügend sind, die man abfangen kann. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die jetzt auch hier innen drin so zielen. Ja.
musste mich nur ein bisschen konzentrieren. Alles klar, die zählen auch. Gut, dann hätten wir den ja soweit. Ah, hier. Wartet, wartet! Sir, die sind gefährlich. Glaubt mir, lasst lieber euren Boss reden. Seht ihr, das sind keine imperialen Soldaten. Das ist sicher eine Frage des Geldes und nicht der Loyalität, oder? Nicht der Loyalität, sondern des Prinzips. Ich erfülle meine Aufträge immer. Das ist sicher gut für euer Image, aber Konkurrenz gehört zum Geschäft. Wenn eurem Arbeitgeber nicht überaus viel an euch liegt, werdet ihr immer unterbezahlt. Der private Sektor braucht immer gute Leute. Und wir zahlen das, was ihr wert seid. Warum ein armseliges Kopfgeld kassieren, wenn ich euch regelmäßig ein Vermögen transferieren kann? Ich hasse Steuererklärung. Kümmert euch um das Kopfgeld der Republik und wir reden. Ein Neustart? Es ist schwieriger geworden, die richtigen Leute zu schmieren, seit der Premierminister das Imperium verraten hat
Aber es ist möglich. Hey, was soll das? Ihr seid es. Feuer! Feuer! Ja, er hat mich verarscht. Das ist sehr gut. Er hat mich verarscht. Wir können das regeln. Das Imperium kann Corellia haben. Ich verschwinde und setze mich in den Kolonien zur Ruhe. Daran hättet ihr früher denken sollen. Gehen wir, Vorsitzender. Ich kann euch nicht aufhalten. Ich komme mit. Tja, er hätte mir wirklich ein ernsthaftes Angebot machen können. Oder sollen. Wenn er gesagt hätte, schalte die Imperialen aus und für jeden zahle ich das Doppelte, was sie dir zahlen, hätte ich gemacht. Ihr habt den Vorsitzenden Fane gefasst. Gut. Alles läuft nach Plan. General, kümmert euch um die Belohnung des Kopfgeldjägers. Ja, mein Sith Lord. Als nächstes müssen wir Corellias Bestien in die Knie zwingen. Ihr werdet sie brechen. Ihr wollt einen Dompteur? Dann sucht im Zirkus. Seid still. Die Corellianer leben mit vielen anderen Spezies zusammen. Davon sind die Selonianer am zahlreichsten und am besten organisiert. Die Republik muss sehen, wie die Selonianer dem Imperium beitreten. Ein Abgeordneter muss gefunden werden. Ich habe noch nie einen Selonianer gesehen. Wonach suche ich konkret? Menschengroße Nager mit genug Intelligenz, um uns zu fürchten. Sie unterstützen die Rebellion von den Wartungsgängen von Coronet City aus. Ein besonders hartnäckiges Biest führt Räubergruppen an, um unsere Frontlinien zu schwächen. Ein besseres Exemplar gibt es nicht. General Krau wird den Schlachtplan mit euch besprechen. Sobald ihr die Kreatur habt, bringt sie zu mir in den Axialpark. Ihr werdet eure Selonianerin schon bald haben. Die selonianischen Räuber im Untergrund von Coronet City zu suchen, wäre so gut wie sinnlos. Ihr werdet stattdessen eine unersetzliche Ressource der Selonianer angreifen und die Räuber zur Verteidigung zwingen. Was ist bedeutend genug, dass sie sich auf einen Kampf zu unseren Bedingungen einlassen würden? Selonianer verlassen sich bei der Reproduktion auf eine kleine Brutkaste. Wenn ihre Zukunft auf dem Spiel steht, müssen sie einfach handeln. Überfallt die selonianischen Gänge unter dem Tal der Arbeit, nehmt Geiseln und bringt sie zu diesen Koordinaten. Und was, wenn die Selonianer nicht darauf eingehen? Handelt nach eurem Ermessen. Solange ihre Anführerin gefasst wird, sind die anderen entbehrlich. Diese Schockhalsbänder werden den Fremdlingsabschaum im Zaum halten, während ihr sie zur Position des Hinterhalts führt. Wenn euer Ziel erreicht ist, meldet euch sofort bei Darth Tormann im Axialpark. Folgt einfach dem Klang der Zerstörung. Okay. Gut, aber das werden wir alles im nächsten Part machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und sagt das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.